Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier von Plants vs. Zombies Numero 2. Und ab heute werden wieder regelmäßiger Videos kommen. War ein bisschen viel los die letzten Tage. Ich glaube, ich hatte es erwähnt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber normalerweise, wenn nicht doch nochmal irgendwas dazwischen kommt, sollte eigentlich diese Woche endlich mal wieder jeden Tag was kommen. Und ungefähr im zuletzt gehabten Plan ungefähr, also sprich Plants vs. Zombies, den anderen Tag Garden Warfare und Battle for Neverwild, den anderen Tag Guild Wars. Kann sich noch erinnern, aber eigentlich sollte das jetzt die nächsten Tage wieder normal laufen. So, dann ist mir gesagt worden, Julia, Pennyjagd, guckst du? Dann guck mal doch. Guck mal doch rein, Pennyjagd, hier, Megamame, hier kann man sie sicher spielen. Das klingt nach einem guten Plan. Aber wie immer, hüpfen wir ganz schnell, aber wirklich. Die schaut ja komisch aus. Ein bisschen unscharf, aber komisch. Aber irgendwie cool. Nur 10 Diamanten? Ich habe ja eh nichts. Und jetzt kostet sie schon 13. Oh nein, das wird immer teurer. Oh nein. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Man braucht nur 100. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Was wollte ich sagen? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe ein Hirn wie ein Sieb, ich kann mir nichts merken. Okay, egal, egal, egal. So, schauen wir da einmal rein. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Lauter Pflanzen. Und ein Kostüm. Für 10! Das ist ja quasi geschenkt. Das ist ja gigantisch. So, jetzt aber haben wir schon wieder so viel Zeit hier verloren. Mal gucken, gibt es da irgendwas? Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Nein, okay, passt. So, okay. Okay. Wenn ihr ein Minütchen überhaupt, also so vielleicht auch 30, aber das muss ja nicht unbedingt sein, aber wenn ihr ein Minütchen überhaupt und mir einen kleinen Gefallen tun wollt, würde es mich mega freuen, wenn ihr beim letzten Video vorbeiguckt. Also nicht beim letzten Plants vs. Zombies Video, sondern bei meinem letzten Video. Es ist ein Angezockt von Tiny Shot. Das würde mich voll mega freuen, wenn ihr da mal vorbeigucken würdet. Genau. Warte, warte, warte. Erhöht die Punktzahl um 5%. Dünger. Dünger. Ein Zombie bekommt alle 30 Sekunden extra Spezialdünger. Hä? Ein Zombie kriegt Dünger? Aber ist ja nicht gut, wenn ein Zombie Dünger kriegt, oder? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also. Wir werden sehen. Wir haben auf alle Fälle Zauberer dabei. Das ist nicht ganz so nice. Wir haben die dabei. Aha. Mit welchen Pflanzen spielen wir denn dann? Ja, was machen wir denn heute? Was machen wir denn? Ich würde gerne mal die da wieder mal spielen. Die haben wir schon so lange nicht mehr gespielt. Dann nehmen wir die noch mit. Dann nehmen wir die dazugehörige Minze mit. Die habe ich ja auch. Dann nehmen wir noch das da mit. Und dann nehmen wir noch das da mit. Und, ja, das da und keine Ahnung, ich nehme das einfach mal mit. So, genau. Warum ich euch darum bitte, bei dem Video vorbeizugucken, wenn ihr ein Sekündchen Zeit habt, ist einfach, weil da eine krasse Story hinter dem Entwickler steckt. Klar, es gibt viele krasse Stories in dieser Welt da draußen. Brauchen wir nicht reden, gibt's viele. Aber es ist halt einfach irgendwie, ich fand die Geschichte halt irgendwie, die hat mich gerührt. Und deswegen würde es mich da echt freuen, wenn er vorbeiguckt. Vielleicht auch einen kleinen Like da lasst, weil ihr. Klar, er unterstützt mich dadurch, aber auch die Person, die das Spiel entwickelt hat. Weil die natürlich dadurch natürlich auch das Spiel eine bessere Reichweite bekommt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal kurz vorbei. So. Boah, der hat meine Pla der hat einfach kaputt gemacht. Einfach kaputt. So geht es nicht. Das wird jetzt problematisch. Oh, es war dumm von mir. Ich hätte hier den Dünger draufpacken müssen. Das Problem ist, der wird jetzt nicht mehr sterben.
Das ist jetzt, also das ist jetzt vielleicht eventuell ein bisschen problematisch. Aber nur eventuell. Vielleicht. Vielleicht ist das problematisch. Eventuell. Oh oh. Oh nö. Ja. Ja, aber ist egal. Ist vielleicht nicht 100% so gut gelaufen jetzt, dieses Level. Egal! Wir hatten Spaß und das ist doch das Wichtigste. No. Oh, nicht kaputt machen. Genau. Wir opfern die Blume. Blume! Es tut mir leid. I'm so sorry, Blume. So sorry. Und gleich nochmal hier. Miau. Rampstibumsti. Haha. Und hier. Bam. Oh nein. Ja, vielleicht mal hier noch mit dem da. Ja, die. Wir hätten Nüsschen mitnehmen müssen. Unbedingt hätten wir Nüsschen mitnehmen müssen. Sowas von. Wäre so mega wichtig gewesen, Nüsschen dabei zu haben. Weil. Da ist sehr, sehr viel Ärgernis unterwegs mit diesen blöden Rugby-Football-Dingens-Spielern. Das ist leider nicht ganz so angenehm. Hören Sie doch auf, alles kaputt zu machen. So geht das nicht. Sehr blöd, ich bräuchte da die da. Ja, war zu spät, schade. Schade. Hören Sie auf, alles zusammen zu trampeln. Hören Sie auf. Die hören nicht auf damit. Aber wir haben gewonnen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Anfang. Okay. So. Also, ach, Zombies bekommen Dünger. Das ist damit gemeint, dass ein Zombie mit einem Dünger durch die Gegend latscht. Oh, ich bin aber auch von der Firma blitzschnell, ey. Oh je. Oh je. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da war ich wieder ein bisschen doof. Okay. Überlebe den Zombie-Angriff und ich habe nicht gesehen, was die... Egal. Mir, ey, komm, wir bleiben bei Dünger, oder? Jalapenos, die sind wieder so blöd und... Ach komm, wir bleiben bei Dünger. Die Jalapenos, die sind wieder... Da wären sie actually not bad gewesen. Weil da sind sie wieder mal da und dann sind sie mal da. Aber die sind jetzt die nicht die Blumen zu trampeln, ist ja klar, weil sonst wäre es ja... Okay. Okay. Zombies are coming. Ja, dann kommen sie. Ich mach sie kaputt. Kein Problem. Ich lasse sie noch ein bisschen vorlaufen. Sehr schön. Jetzt, ne? Ich wollte nämlich gerne, dass die schon auch alle gekillt werden hier. Jalapeno. Ist was Leckeres. Ist scharf, aber gut. Scharf, aber gut. So, nein. Das machen sie nicht. Oh nein. Der hat halt voll den Agro-Laptop dabei. Was geht denn? Das ist so der Zeitungszombie 2.0. Anders irgendwie. Weiß nicht, ich mag den nicht. Ich mag den nicht. So, machen wir hier mal. So. Ah, wunderschön. 7 Tage habe ich noch Zeit, mir noch die andere Pflanze zu erspielen, da dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Würde ich sagen, schaue ich, dass ich vielleicht nachher oder heute Abend mir noch die restlichen Punkte erspiele, denn es fehlen mir nicht viele. Ich habe... Nein! Fast alle. Fast alle Punkte. Also viele sind es nicht mehr, die fehlen. Dann erspielen wir uns das noch. Na, ich bin ja so froh, dass das nichts auslöst, wenn die da drüber geschubst werden. Stellt euch das mal vor. Schubst es drüber und deswegen kannst du nochmal von vorne anfangen, weil deine Schubspflanze sich gedacht hat, mach mal. Das wäre mega fies. Sterbe! Haha! So, du kriegst das dann auch ins Gesicht. Und noch einen. Und vielleicht noch schubsen. Und pfui! Oder auch nicht. Dann verbrennen. Huhu! Ah, schön. Schön, schön. Du hast gewonnen. Bonusziel abgeschlossen. Sehr gut. Ich spiele die Pennyjagd leider viel zu selten. Viel zu selten spiele ich sie. Leider.
Ah, ich müsste echt gucken, dass ich da öfter dazu komme. Ich bin halt kaum gelevelt in der Ding. Weil die Level bleiben ja, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube schon. Oh, 5 Millionen. 5 Millionen Punkte. Okay, Punktzahl um 6% erhöhen. Zurückschlagen, Sonnenschübe, verlangsamen, Dünger. Ist irgendwas schon aufgewertet? Nein, natürlich nicht. Komm, wir machen 6%. 6% klingt gut. Okay. Weil wenn der Sonnenpilz ausgewachsen ist, dann ist der Sonnenpilz halt eigentlich voll nice. Ich will mal wieder mit meiner Lieblingspflanze spielen. Ich werde es wieder bereuen, weil es mir wieder nichts bringt und dann ärgere ich mich wieder. Aber hey, wir könnten mit Düngerpflanzen spielen. Oh, ich weiß, was ich machen möchte. Oh, ich weiß, was ich gerne mal wieder spielen würde. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Dann nehme ich die mit. Nee, nicht die. Entschuldigung. Die da. Die da. Und... ja. Und die da. Und, die kann nicht schaden. Und, die da. Und, die da. Das ist so, das, hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich geht das auf. Es wäre so, oh, es ist sogar ein Planungslevel. Das ist episch. Dann hätte mir die Düngerpflanze eh nicht so viel gebracht. Das ist so, das wollte ich schon ewig mal wieder spielen, so. Vor allem, wir haben halt voll viel Gold. Das ist super. Oh, hoffentlich geht das. Hoffentlich klappt das überhaupt. Es wäre so mega ärgerlich, wenn es nicht klappt. So, holen wir es auf. Oh Gott! So viel zum Thema. So viel zum Thema. Das kam unerwartet. Das kam halt gerade mega unerwartet. Das kam so mega unerwartet. Jetzt habe ich... oh, das wird... oh, schade. Das wird in dem Level leider nur sehr schwer funktionieren. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja Glück, aber... Ich glaube, das wird schwierig werden. Das wird schwierig werden. Wird mega schwierig werden. Hör mal auf, da zu fressen. Oh, schade. Ach, das hätte so Spaß machen können. Weil aber auch die Pilze nicht gleich ausgewachsen sind. Och, Mann. Oh, nee. Ja, dann bringt das nichts. Och nein. Och Mano, das hätte so Spaß machen können, wenn das nicht so eine blöde Welle gewesen wäre mit, hey, wir haben da sofort überall Pflanzen. Och Mann. Och Menno. Vielleicht auch dann doch nicht mit dem Sonnenpilz, sondern mit der normalen Sonnenblume, aber ich brauche Sprit. Aber das macht halt eigentlich mega Spaß, so zu spielen. Seit es diese Minze gibt, ist es halt mega lustig. Ich mag das total gerne. Ja, schade. Ach Mann. Bam, bam, bam. Oh na. Oh, das. Oh Mann, oh. Oh, das ärgert mich jetzt. Okay, egal. Events. Piratensicher-Mützel sollten wir endlich mal. Haben nur noch 5 Stunden Zeit. Ach, verdammt, das schaffe ich nicht mehr. Ja, dann spielen wir halt trotzdem noch ein, zwei Level. Komm. Schaffen wir zwar vielleicht nicht mehr ganz, aber das ist nicht so schlimm. Überlebe den Zombieangriff mit den vorgegebenen Pflanzen. Yay. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja eine gewisse Weite. Ach, das ist das Problem, ne? Weil ich nicht so viel Zeit heute habe. Ich kann euch zwar eine lange Folge machen, aber ich kann halt keine 3 Folgen hintereinander aufnehmen. Sonst wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Hätte ich jetzt einfach so lange aufgenommen heute.
bis wir das Piratenseeschamützel durchhaben. Schaffe ich leider nicht. Sehr schade. Aber vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ich versuch's. I try. Mit den Hypno-Augen da. So. Ach ja. Das ist natürlich jetzt schade, aber mei, es gibt Schlimmeres. Gibt viel, viel Schlimmeres. Oh nein. Oh, der ist abgestürzt. Wie cool ist das denn? Der ist ja knallhart abgestürzt. Wir bräuchten halt noch mehr Sonnen. Wir bräuchten halt noch viel, viel mehr Sonnen. Sonnen, viel, viel mehr Sonnen. Weil wir sonst keine Chance haben. Sonnen. Oh. Das wird ein bisschen knapp da. Ja, genau. Butter ihn ein. Ich traue mir nicht. Ich opfer die Pflanze. Den Rasenmäher natürlich nicht, die Pflanze. Weil sonst glaube ich, schaffe ich das nicht. Butter doch! Butter! Die arme Sonnenblume. Puh! Der war knapp, du. Das war ein knappes Kistli. Ja. Oh ja. Sehr schön. Und hier mache ich einmal so. Ich hätte nämlich gerne den Dünger. Das wäre ganz angenehm. Den hätte ich gerne. Vielen Dank. Damit ich den habe, wenn ich ihn brauche. So, da machen wir noch was hin. Da halten wir mal auf. Eine riesige Welle nähert sich. Ja, wenn die kommt, würde ich gerne buttern. Und zwar jetzt. Sehr gut. Ja, wäre vielleicht besser gewesen, noch ein bisschen zu warten, sodass die alle auf dem Stachelgrat draufstehen. Aber hey, da ist ja gar kein Tor. Hilfe! No Fresserino! Das könnt ihr doch nicht machen! Könnt ihr doch nicht zusammenfressen! So geht das nicht! Stop this! Don't do that! Please don't do that to me! Oh Gott. Ausgerechnet auf der Lane! Hilfe! Okay, da oben knallen sie definitiv gleich durch. Hätte ich das Level vielleicht mit... Ah, ich hätte das so spielen müssen. So, hier zurück einmal bitte. Kommando zurück. Die einmal so, die obere opfern mal. Da gibt's dann Dünger. So. Machen wir einmal so. Das war vielleicht nicht ganz so einfach, du. Eventuell. Da lebt halt immer noch der Gargantua. Es kommen halt schon neue nach. Hör auf, da alles zu fressen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich bin gezwungen, Gold zu investieren. Hier einmal Kabuff. Ich habe keine Schadenspflanzen mehr. Da habe ich noch einen über. Den können wir nehmen. Benutzen. Und nochmal. Nein. Ich sollte sie vielleicht auf den Lanes benutzen, wo keine... Oh nein. Wo kein Schaden mehr liegt. Oh Gott, das Level kostet mich ja... Was ist denn heute los? Heute ist nicht mein Tag. Das ist leider nicht so gut. Okay, wir machen das Ganze nochmal. Müssen das anders angehen, so funktioniert das nicht. Wir müssen das ganz anders angehen. Aber spätestens, wenn die Gargantuas kommen, wird es halt problematisch. Da wird es halt richtig problematisch, wenn die Gargantuas kommen. Aber okay. Ist kein Problem. Wir werden das schon noch irgendwie schaffen. Also. Müssen die, glaube ich, damit den Stachelkraut einfach mal zurückziehen oder so. Und die müssen wir immer sofort pflanzen, sobald wir sie haben. Sofort, instant. So. Hoffentlich stürzt der wieder einfach so random ab. Nein, tut er nicht. Warum auch?
Es wäre ja... Wäre ja gut gewesen, wenn das passiert wäre, du. Eieiei. Jetzt wird's schon wieder kritisch. Oh nein. Oh nein. Bitte Butter. Danke. Sie hat gebuttert. Okay. So. Und jetzt konzentrieren auf die Pflanzen immer, wo es gebraucht wird, die da noch die eine Reihe fertig machen. Und die könnte man höchstens noch so ein bisschen als Zwischendämpfer hin machen, weil wenn sie die ein oder andere Sonne abwirft, ist es auch gut. Wir müssen die hinten packen. Und jetzt hier die verteilen. Da die noch. So. Und verteilen, 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 verteilen. Verteilen, 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 verteilen. Die nicht. Da einmal, boom, bisschen Spannung rausnehmen. Ja, fressen alles zusammen, habt ihr schon recht. Macht das noch. Da, ich hätte die weiter hinten hinpacken sollen. Das, so, hier, hier, da, so. Jetzt kommt wieder eine riesige Welle auf uns zu. Yay. Wupp, wupp, und jetzt kommen natürlich die ersten Gargantuas. Yay. Machen wir das dahin. So, jetzt hier Gargantuas einmal. Einmal noch so. Und einmal so. Und einmal so. Es sollte funktionieren. Funktioniert auf alle Fälle schon besser als vorhin. So viel kann ich schon mal sicher sagen. So, der Gargantua ist wieder wach. Oh nein! Dann hole ich mir den Dünger jetzt ab. Butter die wieder alle ein. Das ist neuer Dünger. Haha! Da kommt ein neuer Dünger! So, die machen wir einmal hier kaputt. So, jetzt, Anna. Läuft doch besser. Ich hätte mich viel, viel mehr auf Stachelkraut verlassen müssen. Viel, viel mehr. Das Stachelkraut, mein Freund und Retter. In der Not. Ja. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Sonnen. Ja, da ist es zu spät jetzt dafür. Ja, hätte ich da jetzt das Kirschbäumchen hingepackt. Aber wir packen es dahin. Mit der endlich mal verreckt, hoffe ich. Nein, not schnabulieren. Hören Sie auf. Aber nicht nett. Nein. Nein. Das hat so gut funktioniert. Das hat so gut funktioniert. Okay. Es ist aber noch winnable. Noch. Man kann es noch gewinnen. Haha. Das ist gut. Okay. War nicht optimal, aber geschafft. Ja, ja. Also, es hätte besser laufen können. Aber wir haben es geschafft. Nicht optimal, aber besser. Ja, ich hätte die Stachelkräuter weiter vorne hinsetzen müssen, damit die Kanonen immer gleich kaputt gehen. Aber hätte Fahrradkette. Das ist es halt immer, ne? Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.